Vielen Dank, Frau Abgeordnete Kula. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Bromny von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, beste Bildung der Welt, und zwar von Anfang an, ist das gesellschaftliche Ziel der Freien Demokraten, das wir prioritär unterstützen, weil sie maßgeblich für die Chancengerechtigkeit in unserem Land ist. Daher wollen wir beste Schulen für jedes Kind, und zwar unabhängig von sozialer Herkunft. Das gilt insbesondere für die Schulen, die ganz am Anfang der Bildungsbiografie stehen. Vor diesem Hintergrund kann ich den Titel Ihres Setzpunktes auch sehr gut nachvollziehen, wenngleich ich mir beste Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für alle Schulen in Hessen wünschen würde. Und ich bin der Auffassung, dass dies unter allen Gesichtspunkten unser langfristiges Ziel sein sollte. Aber es gehört auch zur politischen Verantwortung dazu, sich nicht von der Lebenswirklichkeit abzukoppeln und getreu dem Pippi-Langstrumpf-Syndrom, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, zu agieren. Und deshalb ist es schon erfreulich, dass die Herausforderungen, denen sich Schule und somit Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler stellen, nun auch endlich von der Landesregierung anerkannt werden. Insbesondere ein Koalitionspartner hat sich ja in den vergangenen Monaten damit besonders schwer getan. Und dies unabhängig davon, wie viele Überlastungsanzeigen, auch wenn das natürlich im juristischen Sinne nicht so ist, und wie viele Brandbriefe publik wurden. Auch ist anzuerkennen, dass die Notwendigkeit, die Arbeit in multiprofessionellen Teams nun Eingang in die Überlegungen gefunden haben, durchaus begrüßenswert. Wie wichtig und notwendig diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ist, zeigen die vielfachen Verweise in den gemeinsamen Handlungsempfehlungen der Enquetekommission Bildung. Insofern ist es notwendig, die Rahmenbedingungen zu schaffen und vor allem die notwendigen Ressourcen auch dafür zur Verfügung zu stellen. Aber hier muss es gelingen, nicht nur die finanziellen Mittel bereitzustellen, sondern die Stellen auch tatsächlich mit Menschen zu besetzen. Und genau an diesem Punkt gerät ja Ihre Erfolgsbilanz ins Wackeln. Weil was nützen, gelinde gesagt, ca. 100 Millionen Euro nicht verausgabte Finanzmittel, über die sich allenfalls ein Finanzminister Schäfer freut, wenn qualifizierte Fachkräfte und Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen fehlen. Und hier lohnt sich ein Blick auf die Ziffer 3 in Ihrem Antrag. 700 Stellen für unterrichtsbegleitende Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Es wäre wünschenswert, aber die Realität sieht ja dann doch anders aus, wie die Antwort auf die mündliche Anfrage der Kollegin Kula beweist. Denn dort heißt es, zum 21. Januar 2019 waren von den 400 zugewiesenen Stellen an Grundschulen 351 besetzt. Von den 300 zugewiesenen Stellen an den weiterführenden Schulen waren 126 besetzt. 834 Grundschulen und 548 weiterführende Schulen profitieren insgesamt von der Zuweisung der UBUS-Stellen. 138 Ausschreibungen im Grundschulbereich und 242 im Förderschulbereich befinden sich noch oder wieder im Verfahren. Bei 33 Stellen im Grundschulbereich und 65 Stellen im Förderschulbereich ist eine Neuausschreibung geplant. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das belegt doch gerade, dass Sie von der angestrebten einen Stelle für besonders geforderte Grundschulen noch meilenweit entfernt sind. Wir benötigen mehr denn je ein Konzept, welches den Fachkräftemangel in den Blick nimmt. Denn es ist unverantwortlich,
wenn sich ein Bildungssystem, weil Fachkräfte, Erzieherinnen, Sozialpädagogen und Schulpsychologen fehlen, wenn es sich kannibalisiert. Ähnlich verhält es sich doch auch mit dem Thema der Inklusion. Denn auch dort benötigen wir bedarfsgerechte, realisierte fachliche Unterstützung und Begleitung. Und auch hier fehlen nach wie vor die Förderschullehrkräfte. Und wir sollten vielleicht die Herausforderungen der Inklusion noch einmal genau ins Blickfeld nehmen. Denn gerade bei Ihren Überlegungen zum Ganztag und der Betreuungsfrage, weil der Förderbedarf eines Kindes endet doch nicht mit dem Klingeln der letzten Schulstunde, sondern spiegelt sich auch in der Nachmittagsbetreuung und somit in den verschiedenen Ganztagsprofilen wider. Und auch hier bedarf es eines tragfähigen Konzepts, welches die Kinder mit all ihren Bedürfnissen wieder in den Mittelpunkt stellt. Meine Damen und Herren, uns helfen diesbezüglich keine Absichtserklärungen weiter. Sie sind nun zwar in der Realität angekommen, aber sie müssen auch kurzfristig realisiert werden können. Und im Zuge dessen muss auch die Reform der Lehrerausbildung endlich fortgeführt werden. Denn die Herausforderungen müssen im Rahmen der Aus- und Weiterbildung eine stärkere Rolle spielen. Erfreulich ist, dass die Landesregierung wohl nun endlich auch dieses Thema angehen wird müssen, wenngleich es wieder die Opposition war, die sie dazu gezwungen hat. An der Stelle ein herzlichen Dank an die SPD. Die einzige wahrhaftige und vor allem realistische Neuerung ist die Ankündigung, den Sozialindex weiterzuentwickeln und mit dem Integrationsindex zusammenzulegen. Aber viel wichtiger wäre doch, zu erfahren, wie genau diese Neuerung gestaltet werden soll und inwieweit die Schulen mit besonderen Herausforderungen davon profitieren werden. Denn es ist nicht zwingend erforderlich, dass besondere Herausforderungen mit einem Anteil von Seiteneinsteigern zusammenhängen. Und genau vor diesem Hintergrund wurde doch im Rahmen des Integrationsplans der Integrationsindex geschaffen. Daher würden wir befürworten, dass die Stellen, die vielleicht aufgrund rückläufiger Zahlen von Seiteneinsteigern wieder zur Verfügung stehen im System und an den Schulen mit besonderen Herausforderungen bleiben. Aber zu diesem Bekenntnis scheint sich die Koalition in ihrem Antrag nicht durchgerungen zu haben. Es stellt sich vielmehr die Frage, ob durch die Zusammenlegung die Schwerpunkte verschoben werden und vor allem, ob versteckt Fachkräfte eingespart werden sollen. Und somit verfängt sich der Antrag in einer Lobhudelei von Maßnahmen, die bereits seit Jahren laufen. Exemplarisch sei genannt Schule und Beruf und in Nachfolge Praxis und Schule. Meine sehr geehrten Damen und Herren, summa summarum, was fehlt, ist eine Zukunftsvision, wie Sie die Schule mit den besonderen Herausforderungen tatsächlich zu den Besten in ganz Hessen entwickeln wollen, um beste Bildung von Anfang an für jedes Kind zu realisieren. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bromny. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Schwarz von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Besucher! Wir erleben eine muntere Debatte über Schulpolitik. Ich bin
froh darüber, dass wir heute hier bei dem Sitzpunkt des Koalitionspartners die Dinge mal etwas sortieren können. Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Gesellschaft verändert sich. Die Gesellschaft hat sich schon immer verändert. Schule verändert sich. Die Schule hat sich schon immer verändert. Während in den 50er Jahren 10% eines Jahrgangs Abitur gemacht haben, sind es heute über 50. Während in den 50er Jahren 50 Kinder in einer Klasse saßen, sind es heute in Hessen die drittkleinsten Klassen in ganz Deutschland mit Anfang 20. Während in den 50er Jahren Lehrer auf sich allein gestellt waren in den Riesenzusammenhängen, haben wir heute einen Riesenmaßnahmenbesteck. Ja, und in den letzten zwei Jahrzehnten hat die Veränderung eine besondere Dynamik begonnen. Herr Abg. Schwarz, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Immer gerne. Herr Schwarz, unter welcher Kultusministerin wurden die Klassen verkleinert in Hessen? Unter einer CDU-geführten Landesregierung. Damit wir das auch schon einmal klar haben. So, und dann machen wir es wieder konkret. Das ist ja das Schöne. Solche Zwischenfragen beflügeln mich. Die letzten zwei Jahrzehnte, da haben wir eine besondere Dynamik in verschiedenerlei Hinsicht gewonnen. Denn einhergehend mit einer technologischen Veränderung, die rasant war und rasant ist, hat sich die Schülerschaft verändert und die Mobilität. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben immer gesagt, wir wollen Verlässlichkeit auf der einen Seite an den Schulen, auf der anderen Seite wollen wir aber auch zeitgemäß, modernes, richtiges und vor allem pragmatisches Besteck den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen, damit sie ganz genau auf die Herausforderungen reagieren können und agieren können, wie es die Zeit bedarf, aber auch wie es der jeweilige Ort betrifft. Und da hat der Kollege May das sehr genau beschrieben. Es gibt völlig unterschiedliche Herausforderungen an Grundschulen, wegen mir im Schwalm-Eder-Kreis oder in Frankfurt oder Offenbach. Die Klassengröße ist die gleiche, die Klientel in der Klasse ist eine andere. Und deswegen, die Wahrheit ist konkret. Und deswegen bin ich dem Kollegen Degen sehr dankbar für die Hinweise, die er versucht hat zu geben. Sie sind fehlgelaufen. Denn, lieber Kollege Degen, wir müssen ja gelegentlich, auch wenn es Ihnen schwerfällt, mal ergebnisorientiert denken. Wenn Sie dann über Schub und Push hier ein entsprechendes Urteil fällen, möchte ich zumindest feststellen, dass die Anzahl der Schülerinnen ohne Abschluss deutlich zurückgegangen ist und in Hessen in einer Art und Weise, wie sie bemerkenswert ist. Tatsache ist, dass auch in Hessen die Schulabbrecherquote gegen den Bundestrend die geringste in ganz Deutschland ist. Das hängt damit zusammen, dass wir ganz offensichtlich die Schulen mit den richtigen Unterstützungsmaßnahmen ausstatten. Von alleine kommen solche Ergebnisse nicht zusammen. Und deswegen ist es auch goldrichtig, dass wir in der letzten Legislaturperiode in einem ersten Schritt 700 Sozialpädagogen für die multiprofessionellen Teams zur Stärkung der multiprofessionellen Teams zur Verfügung gestellt haben. Ja, es ist eine Herausforderung, die Gewinnung von Personal. Und Herr Kollege Promny, machen wir uns mal nichts vor. Jahrgang 64, 1,4 Millionen Geburten. Sie sind ja junger, dynamischer Mann, das ist ja keine Frage. Ja, Jahrgang 64. Mitte der 90er Jahre, ja, waren es unter 800.000 Geburten, Mitte des letzten Jahrzehnts unter 700.000 Geburten. Deswegen nehmen wir noch gelegentlich mal einfach zur Kenntnis, möglicherweise hätten wir am demografischen Wandel selbst auch noch anders teilhaben können, indem wir selbst mehr Kinder in die Welt gesetzt hätten. Also tun wir nicht so, als wären die Menschen beliebig vermehrbar
und jetzt auf einmal mit einem Fingerschnips dann auf einmal auch da und qualifiziert. Jawohl, das ist eine Herausforderung, aber es hat gut funktioniert und die Stellen sind fast vollständig besetzt. Und in einem zweiten Schritt, da greift das natürlich, was im Antrag steht, eine Stelle Sozialpädagogen für die Grundschulen. Und wir wollen den H&R-Bildungsgängen, den Haupt- und Realschulen, ebenfalls einen Sozialpädagogen zur Verfügung stellen und natürlich die Schulpsychologen ins Kollegium bringen und die Förderschullehrkraft an die Schule. Das ist nämlich klug, das ist nämlich Multiprofessionalität und das ist erfolgreiche Bildungspolitik unter Schwarz-Grün. So machen wir das. Und wissen Sie, dieses ganze lamoriante Geschwätz über was gerade mal blöd ist, was einem gerade mal einfällt, was er gerade nicht halten kann. Das ist schön, aber machen Sie doch mal einen konkreten Vorschlag, wie es besser geht. Da kommt nichts. Da kommt von der SPD nichts. Da kommen dann, schau, im Grunde genommen Werbeblocks aus dem eigenen Wahlprogramm. Sie erklären die Welt von hinten und fragen dann, wer irgendwann mal Kultusministerin in Hessen war. Das ist auch schön. Ja, können wir auch gerne darüber reden. Nur zum Schluss ist Regierungshandeln Verantwortung tragen. Und das machen wir. Und das machen wir. Und das machen wir erfolgreich, meine Damen und Herren. Und wenn wir das Ganze mal zusammenpacken, dann stellen wir fest, mit der Ausstattung, die wir ganz konkret in diesem Antrag beschrieben haben, im ersten Schritt 700 oder noch einmal 500 obendrauf, die werden wir ausrollen. Das werden Sie ganz konkret auch in Haushaltsanträgen besichtigen können. Werden wir die Kolleginnen und Kollegen weiter unterstützen, weiter stärken, und zwar genau dort, wo es besondere Herausforderungen gibt. Aber wir denken an alle. Wir denken an diejenigen, die einen schwierigen Hintergrund haben. Wir denken genauso an diejenigen, die besonders leistungsstark sind. Und wir werden natürlich auch die Infrastruktur noch weiter ausbauen. Da werden wir uns am Mittwoch darüber austauschen können, wenn wir über den Digitalpakt Schule sprechen, wo wir viel mehr machen als alle anderen Bundesländer. Deswegen, in diesem kleinen Karo wollen wir uns heute doch hier nicht bewegen. Es ist ein sonniger Tag, es ist ein schöner Tag. Und wir wissen, dass wir eine Dynamik in der Gesellschaft und an den Schulen haben. Und auf die gehen wir sehr konkret ein, mit sehr klugen Maßnahmen, mit ganz filigranem Besteck. Und wir unterstützen die Kolleginnen und Kollegen, denen ich Ihnen im Übrigen ganz herzlich an dieser Stelle auch mal danken möchte für die tolle Arbeit, die sie leisten. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bin froh darüber, dass wir die Verantwortung tragen. Denn wir haben die Ideen, wir haben ein Konzept und wir setzen das vor allen Dingen auch erfolgreich um, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank und einen fröhlichen Tag. Vielen Dank, Herr Abg. Schwarz. Für die Landesregierung erteile ich am Staatsminister Dr. Lörz das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben auch in diesem Hause schon oft und aus den unterschiedlichsten Perspektiven über den gesellschaftlichen Wandel gesprochen, der sich vor unser aller Augen abspielt und der in den letzten Jahren deutlich an Intensität und Geschwindigkeit gewonnen hat. Und Herr Kollege Degen, das hat, glaube ich, auch in diesem Hause noch niemand geleugnet, dass dieser Wandel stattfindet und dass natürlich ein wesentlicher Aspekt dieses Wandels die zunehmende Heterogenität unserer Schülerschaft ist. Das ist etwas, worauf ich oft hinweise, wenn ich sage, es werden an Schulen oder es wird an Schule von außen jede Menge Herausforderungen von Seiten der Gesellschaft herangetragen, die natürlich auch die Herausforderungen für unsere Lehrerinnen und Lehrer an Intensität und Umfang zunehmen lassen. Das ist nichts, was wir uns im Kultusministerium oder in der Bildungsverwaltung ausdenken, sondern das ist einfach das Resultat gesellschaftlicher Entwicklungen. Und darauf müssen wir in der Bildungspolitik reagieren, meine Damen und Herren. Und eine wesentliche Aufgabe der Bildungspolitik besteht daher darin, Strukturen und Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen die Schulen ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag auch angesichts des gesellschaftlichen Wandels erfüllen und die Qualität der schulischen Bildung gewährleisten können. Und wir, meine Damen und Herren, stellen unsere Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt aller unserer Anstrengungen. Wir wollen eine möglichst optimale Bildung für alle. Wir wollen vielfältige, ausdifferenzierte,
qualitativ hochwertige schulische Angebote und eine möglichst individuelle Förderung des einzelnen Kindes. Und Herr Kollege Promny, weil Sie nach einer Zukunftsvision gefragt haben, wenn das keine Zukunftsvision ist, für die es sich zu kämpfen lohnt, dann bin ich wirklich gespannt darauf, was Sie in dieser Hinsicht noch entwickeln wollen. Und was folgt daraus, meine Damen und Herren? Es folgt daraus, wir müssen uns besonders um diejenigen Schulen kümmern, die aufgrund des Förderbedarfs und des sozialen Hintergrunds ihrer Schülerinnen und Schüler besonders gefordert sind. Dafür brauchen wir auch die hier schon vielfach zitierten multiprofessionellen Teams. Dafür brauchen wir insbesondere sozial- und sonderpädagogische Fachkräfte, um so unsere Lehrerinnen und Lehrer zielgerichtet unterstützen und entlasten zu können. Und meine Damen und Herren, und da stimme ich mit dem Kollegen Promny vollkommen überein, das ist für uns ein zentraler Beitrag zur Chancengerechtigkeit. Und ich wage einmal zu behaupten, dass das unsere gemeinsame Zielsetzung ist, dass weder die soziale Herkunft noch persönliche Beeinträchtigungen ein Kriterium für schulischen Erfolg und gesellschaftliche Teilhabe sein sollen. Und an dieser Stelle möchte ich auch ein Wort zum Kollegen Kahnt sagen. Herr Kahnt, dabei ist es für uns in der Tat irrelevant, woher der soziale Status oder die persönliche Beeinträchtigung eines Kindes rühren. Darüber können wir uns gerne auch noch einmal bei anderer Gelegenheit unterhalten. Aber in der Schule müssen wir uns schlicht und ergreifend darum kümmern. Wir müssen uns um diese Kinder kümmern. Wir müssen vielleicht auch versuchen, schlechte oder ungünstige Rahmenbedingungen, die sie mitbringen, in irgendeiner Form durch schulische Anstrengungen zu kompensieren. Das ist die Aufgabe im Bereich des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags. Und dafür, meine Damen und Herren, haben wir in der letzten Legislaturperiode bereits eine Menge getan. Die 700 sozialpädagogischen Fachkräfte, das ist einfach das herausragende Beispiel, die jetzt schon 1.300 hessische Schulen entlasten. Und ich bin dem Kollegen Promny dankbar, dass er die Zahl noch einmal genannt hat. Denn es zeigt ja, an den Grundschulen, wo die Stellen schon etwas länger existieren, da sind sie schon fast voll besetzt. An den weiterführenden Schulen sind wir auf dem Weg dorthin. Und all die Schulen, an denen diese Kräfte bereits tätig sind, die wissen diese Entlastung sehr zu schätzen. Und meine Damen und Herren, wir wollen es noch einmal vor Augen führen, das ist ein Quantensprung. Das hat es in der Geschichte dieses Landes noch nicht gegeben, dass das Land eigene sozialpädagogische Fachkräfte zur unterrichtsunterstützenden Begleitung und in Ergänzung der klassischen Schulsozialarbeit eingestellt hat. Das ist vollkommen neu. Und das wird aber auch bleiben, meine Damen und Herren. Das ist das, was wir weiterentwickeln wollen. Und dass die Opposition, weil sie es ja inhaltlich gar nicht kritisieren kann, das gibt sie ja sogar selber zu, ist auch gut so, dann natürlich sagt, ja, das ist alles noch zu wenig und das muss alles noch viel mehr sein. Und wie wir es gestern in der Haushaltsdebatte erlebt haben, sagt, plündert die Rücklage, ja, damit einfach noch mehr an der Stelle gemacht werden kann. Na ja, gut, das sind wir auf der linken Seite dieses Hauses gewöhnt. Das ist dort die normale Übung. Aber eine Rechnung kann ich Ihnen dann doch nicht durchgehen lassen. Weil wir immer von diesem Töpfchen von Schulsozialarbeit reden, was es mal in Hessen gab für 10 Schulen mit 400.000 €. Ja, das gab es mal. Das ist richtig. Was haben wir damit gemacht? Wir haben, wenn Sie den Gegenwert dieser 700 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte nehmen, wir haben fast 40 Millionen € in die Hand genommen. Fast 40 Millionen €, die es vorher an dieser Stelle nicht gab. Und ja, wir haben die 400.000 € darin aufgehen lassen, weil, und jetzt darf ich den Kollegen Degen sogar selbst zitieren, weil es keinen Sinn macht, an dieser Stelle Doppelstrukturen zu haben. Das heißt, wenn man etwas völlig neu macht, dass man dann nicht einfach alles, was sozusagen althergebracht mit rüberkommt, so bestehen lässt, wie es ist, sondern dass man das Ganze vielleicht sinnvoll neu zusammenfasst, das, glaube ich, ist eine absolut, ja, geradezu zwingende Folgerung. Und wenn man dabei die Summe verhundertfacht, sich dann Kürzungen vorhalten lassen zu müssen, also, meine Damen und Herren, wer eine solche Rechnung aufmacht, das kann man wirklich nur als Ergebnis der sozialdemokratischen Bildungspolitik im Hessen früherer Jahre darstellen. Unter dem Aspekt habe ich sogar dafür Verständnis. Und diesen Ansatz, meine Damen und Herren, wollen wir weiter ausbauen. Jede Grundschule mit mindestens 250 Schülerinnen und Schülern oder einem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern in der inklusiven Beschulung, das müssen wir noch definieren, wird zukünftig eine feste Stelle für eine solche sozialpädagogische Fachkraft erhalten. Das Gleiche gilt für alle weiterführenden Schulen mit dem Bildungsrang Haupt- und Realschule.
Ebenfalls in den letzten Jahren hatten wir als schwarz-grüne Landesregierung schon gezielt Schulen unterstützt, die im Landesvergleich unter besonders schwierigen sozialen Bedingungen arbeiten. Dafür gab es über den Sozialindex im zu Ende gehenden Schuljahr insgesamt 560 Stellen, mit denen Schülerinnen und Schüler individuell und nachhaltig gefordert werden. Und in den kommenden 4 Jahren werden wir, ja, das ist die Ankündigung, werden wir die Kriterien für diesen Sozialindex überarbeiten. Das ist keine triviale Übung. Wir wollen ihn mit dem ebenfalls in der letzten Legislaturperiode neu eingeführten Integrationsindex zusammenfassen, weil es auch hier keinen Sinn macht, Doppelstrukturen auf Dauer aufrechtzuerhalten. Und wir wollen die Gesamtzahl der Stellen auf mindestens 800 aufstocken. Und deswegen, Herr Kollege Promny, das ist nicht nur kein Einsparprogramm, das ist auch wieder ein Programm zur Aufstockung, aber auch wieder eine sinnvolle Zusammenführung. Und unsere Herausforderung besteht in der Tat darin, wir müssen die Kriterien für diesen gemeinsamen Index dann so definieren, dass sowohl das Anliegen des alten Sozialindexes als auch das Anliegen des alten Integrationsindexes darin Berücksichtigung finden. Wie gesagt, das ist keine triviale Übung. Da werden wir auch eine Weile daran zu knabbern haben. Da lade ich Sie auch herzlich ein, sich mit daran zu beteiligen, damit wir diesen Index, diese Stellenzuweisungen, die wir darüber vergeben, damit wir das möglichst passgenau auch an die Schülerinnen und Schüler, an die Schulen heranbringen, die das am meisten brauchen. Aber das werden wir machen. Und das wird am Ende die Lage an dieser Stelle auch verbessern und es uns ermöglichen, unserem Ziel, nämlich kein Kind auf dem Schulweg zurückzulassen, wieder ein Stück näher zu kommen. Und meine Damen und Herren, es gibt ja auch eine gute Botschaft. Denn diese Maßnahmen, die wir bereits ergriffen haben, die wir weiter ausbauen wollen, das ist auch der Gegenstand des heutigen Antrags der Regierungsfraktionen. Sie wirken. Sie wirken. Und wir sehen das beispielsweise an einem Koeffizienten, der mir sehr wichtig ist, nämlich an der Schulabbrecherquote. Wir haben im Land Hessen mittlerweile bundesweit die niedrigste Schulabbrecherquote. Das war nicht immer so. Das war unter der Verantwortung früherer Landesregierungen ganz anders. Da trug Hessen auch in dieser Hinsicht die rote Laterne. Und es liegt natürlich an Programmen wie beispielsweise früher Schule und Beruf, also das alte Schub oder jetzt eben Praxis und Schule, das neue Push, dass wir diesem Ziel näher gekommen sind, beziehungsweise dass wir uns jetzt schon an die Spitze der Bundesländer haben setzen können, was die Schulabbrecherquote anbetrifft. Und unsere Feriencamps beispielsweise, um mal eine Maßnahme zu nennen, die hier noch in keiner Rede aufgetaucht ist, unsere zentralen und schulbezogenen Feriencamps, mit denen wir vor allem versetzungs- und abschlussgefährdete Jugendliche adressieren und ihnen den Sprung über die Hürde ermöglichen wollen, ja, das ist auch ein Stein in diesem Mosaik, der eben dazu beiträgt, dass wir dieses Ziel erreichen und hoffentlich auch weiter behaupten können. Und deswegen möchte ich, um vielleicht auch mal einen persönlichen Ton an dieser Stelle reinzubringen, mich auch herzlich dafür bedanken, dass bei der Diskussion im letzten kulturpolitischen Ausschuss diese Maßnahme eigentlich eine einhellige politische Unterstützung gefunden hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig und es zeigt, dass wir doch zumindest, was die Zielsetzung anbetrifft, auch in diesem Hause an einem Strang ziehen. Und dann ist da natürlich noch die besondere Herausforderung der Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen und Behinderungen. Und hier haben wir vor, in Zukunft einen zweifachen Weg zu gehen. Wir verfolgen den Weg weiter, der im Moment über die inklusiven Schulbündnisse gegangen wird, nämlich über unsere regionalen Beratungs- und Förderzentren Förderschullehrkräfte zur Verfügung zu stellen. Aber wir wollen außerdem, um die Verankerung dieser Lehrkräfte in den Kollegien zu gewährleisten, jetzt erst einmal in den Grundschulen beginnend, auch für jeweils 250 Schülerinnen und Schüler eine systemische Grundzuweisung geben. Und ja, die Leute dafür zu finden, wird nicht einfach. Wir wissen alle, wie der Arbeitsmarkt für die Förderschullehrkräfte aussieht. Wir unternehmen auch dafür weitere Ausbildungsanstrengungen. Darüber reden wir vielleicht noch einmal bei anderer Gelegenheit. Aber ich möchte schon auch darauf hinweisen, wir haben in der letzten Legislaturperiode auch tatsächlich 800 Förderschulpädagogen, jetzt rede ich von Menschen, nicht nur von Stellen, haben wir zusätzlich an die Schulen gebracht. Ja, wir hätten uns noch mehr gewünscht. Wir können auch noch mehr einstellen, wenn es noch mehr gäbe. Aber wir erhöhen auch diese Zahl kontinuierlich. Und auf diese Art und Weise werden wir auch die hier versprochenen zusätzlichen Zuweisungen an die Schulen gewährleisten können. Ich wollte kurz an die Redezeit erinnern, die um ist. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Dann komme ich gerne zum Schluss. Meine Damen und Herren, mit all diesen Maßnahmen, die wir natürlich auch im entsprechenden Kapitel des Koalitionsvertrags verankert haben, setzen wir unsere Bildungspolitik der vergangenen Jahre konsequent fort. Wir stellen das Kind in all seiner Individualität auch künftig in den Mittelpunkt. Wir gewährleisten auch in Zukunft eine einzigartige hohe Zuweisung sowohl von Lehrkräften als auch von Unterstützungskräften, um eine möglichst gute individuelle Förderung und Forderung jedes einzelnen Kindes zu ermöglichen. Und im Zusammenwirken der verschiedenen Lehrämter und Professionen werden wir die Bildungschancen unserer Kinder sichern, als Schlüssel zum Erfolg, ihrem Erfolg als Individuen und zum Erfolg der Gesellschaft insgesamt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Staatsminister Dr. Lorz. Zu Wort hat sich die Abgeordnete Kula der Fraktion Die Linke gemeldet. Der Schwarz ist einfach zu groß. Das dauert jetzt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich wollte nur noch mal eine Sache noch mal sagen. Ich fand es jetzt wirklich sehr bedauerlich, dass der Minister schon wieder überhaupt nicht ein einziges Wort zur Berufseinstiegsbegleitung gesagt hat. Ich finde das wirklich daneben. Da sind 200 Vollzeitäquivalente an Stellen. Kein einziges Wort dazu. Es gibt einfach keine öffentliche Stellungnahme dazu. Wie kann das denn sein? Ich meine, es wurde nachgefragt im Ausschuss, es wurde nachgefragt, also Menschen kommen auf uns zu und fragen, was ist mit unserer Stelle? Ich finde, Sie sollten sich dazu noch mal öffentlich äußern, weil da sind 1.400 Jugendliche werden mit dieser Maßnahme begleitet. Und ich finde, der Kultusminister müsste dazu endlich öffentlich Stellung beziehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Kula. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Mir wurde signalisiert, dass der Antrag in den KPA überwiesen werden soll. Dann machen wir das so.